Willkommen zurück beim Bausimulator 2015. Jo, auch von mir herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fachmagazin für Bau und Bauwirtschaft. Eine Ja. Ja. Es geht auch gleich weiter, nur gerade hat sich irgendwie meine Webcam verabschiedet. ich glaube, da ist keiner böse drüber. Boah, bist du gemein. Wobei ich habe gerade noch so ein bisschen was geschaut und muss sagen, nachdem ich das gesehen habe, so schlimm bist du gar nicht vor der Webcam. Ja. Darf hier leider keinen Namen nennen und so, aber so schlimm bist du gar nicht, glaub's mir. Ach so. Da habe ich jetzt echt die Webcam rausgezogen. Das ist ja gut. Wo hast du denn hingezogen? Eine gute Frage. Aufs Meer zurück oder was? Aufs Meer zurück habe ich sie. Ja, die Webcam ist jetzt aufs Meer zurückgezogen. Richtig. Das ist auch sehr schön, wie ich hier vom Schild von Schlons und Partner stehe und das Spiel nicht weitergeht. Also mein Avatar läuft. Ja, Muss ich noch ein bisschen bei schieben. Oh. dir läuft's. Da fast kuscheln. Ja. Machen wir jetzt ein Let's Play ohne Play? Also nur noch ein Let's? Let's together? Genau, wir machen jetzt nur noch und ich ändere noch mal gerade die Szene. Schau mal, was die Webcam angeht. Also für mich sieht alles aus wie vorher. Ja, du siehst das ja nicht. Das sieht man dann nur in der Aufnahme, weißt Was? Das weiß ja gar nicht, was da jetzt gerade bei dir so abgeht. du? Ja, Live. das sollst du auch nicht wissen. Möchte nicht wissen, welche Grimassen du immer schneidest, wenn ich irgendwas sag. Oder was für Zettel du hochhältst. Ja, genau. Ja, dann mal eine Folge ohne Webcam. Bin ich mal gespannt, ob es dann in der nächsten wieder geht. Ach so, ja, die Webcam gehört in einen freien USB-Anschluss. Heavy USB. Das Hä? sind diese etwas kleineren, flacheren, also nicht mehr ganz seriell, sondern schon ein bisschen mehr so Richtung universell Ja, geplant. aber hä, das gibt's doch gar nicht am C64. So. Ha. Ja, ich würde sagen, wir starten mal die nächste Aufgabe. Glaube, du wolltest einen Auftrag annehmen. Genau, die Lagerhalle mit Anbaubüro. Weil da Und dürfen wir die wieder haben doch schon dein. ein Büro. Nicht wir, nicht wir, die Hafenarbeiter. Ach so, ja, die brauchen es auch, klar. So, mal schauen, was der Harpe wieder zu erzählen hat. Da hat gerade ein Typ aus dem Industriegebiet am Hafen angerufen. Einer seiner Mitarbeiter hat ihm empfohlen, sich mal mit uns in Verbindung zu setzen. Der würde dich wohl persönlich kennen. Ah, das muss der Kerl sein, bei dem ich den Trafo abgeliefert habe. Ein netter Typ. Was wollten die denn? Es geht wohl um eine größere Lagerhalle. Sie suchen noch nach einem passenden Bauunternehmen. Aber da wir das Einzige sind, was es hier gibt, haben die uns angerufen. Aber Juhu! nach ein paar Takten am Telefon war klar, dass wir den Job bekommen. Wohl auch, weil wir direkt um die Ecke sitzen. Er meinte, wir können direkt anfangen. Das freut mich. Der Umzug in die Stadt hat sich echt gelohnt. Ich mache mich direkt an die Arbeit. Glaube echt, wir waren wieder die billigsten. Nein, die einzigen. Ach so. Spielt uns Gut. ja in die Karten. Also prinzipiell könnten wir eigentlich mit der Walze darüber fahren. Nee, die Walze ist ja nicht so schnell. Dann müsste man das Let's Play aber wirklich auf 2 Stunden etwas ausdehnen, bevor wir ankommen. Vor allem 2 Stunden pro Folge. Ja. Was braucht man jetzt eigentlich für Baufahrzeuge? Wir brauchen fast unsere ganze Kompetenz. Also ich allein genügt und dann kann ich das schon machen. Finde ich gut, ich laufe da mal rüber und mache das schnell fertig. Okay, war ein Scherz. Wir brauchen so gut wie alles. Wir müssen den Boden verdichten, dann brauchen wir die Betonpumpe, dann brauchen wir den Pritschenwagen mit Kran. Ey, das ist ja voll praktisch, dass keine Webcam ist. Da kann ich ja voll in der Nase bohren. Geil. Aber darf ich mich nicht dran gewöhnen? Das mache ich das dann in den anderen Folgen auch noch.
Das würde dann aber X18 geratet, weil sonst Ja, weißt du ja. mindestens. Der Gewalt, ne? So wie du die Dinge aus der Nase holst. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wenn das Spiel aufhört zu hängen, dann geht's los. Was ist nicht? Ah, jetzt. Okay. War gerade etwas Stillstand und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ja, habe ich mich schon daran gewöhnt, wenn man mit dir zusammenarbeitet, dass es da öfters mal Stillstand gibt. Was? Würde mal fast Bagger brauchen wir auch? Den brauchen wir jetzt sogar mal nicht. Okay, dann würde ich sagen, die Walze schon ausgewalzt. Ja, die Walze steht schon hier. Habe ich wieder das. Soll die auf den LKW oder soll ich gleich rüberfahren? Nur auf dem LKW. Okay. Ich wollte heute noch fertig werden. Okay. Du weißt ja, time is money. Zeit ist Geld. Das war fast ein bisschen weit. Also die Bremse funktioniert spitzenmäßig. Ich dachte, jetzt du fährst die Rampen runter. Ja, ich mach gerade auch gar nichts. Hallo? Hallo? Steig mal eben nur kurz aus. Ja. Warum läuft der LKW eigentlich jetzt bei mir weiter? Ja. Ich habe, also das letzte, was ich gemacht habe, war gebremst und dann habe ich das angehalten, wollte zurückfahren und dann hast du gesehen, was passiert ist. Nicht schlecht. Schau mal, ob der bei dir jetzt wieder fährt. Jetzt ist er bei mir. Ah, jetzt ist er wieder an. War eine Internetverbindung oder? Der da heute nicht. Ich würde sagen, es liegt einfach an dir. Was? Ah, der geht. Der Bloodmaker. 2000 oder so. 9000. 9000. Hab ich aber auch noch nicht, dass jetzt irgendwie alles gehangen war. Aber naja. Spielst du wohl wieder Hangman? Glaub's auch. Meinst du mich um? Naja, fast. Verrückt. Die Stützmuse. So. Heute machen wir, glaube ich, ein Netzverlade. Ich gebe Gas und das Ich Ding ist möchte drüber. dich nur darauf hinweisen, dass die Baustelle gegenüber von unserem Grundstück ist. Wirklich gegenüber. Ja. Deswegen war ja meine Frage, ob wir einfach rüberfahren. Ja, dann schauen wir halt mal. Schauen wir halt mal. Das so nah war mir jetzt nicht bewusst. Also ich dachte, das sind ein paar Meter. Dann besorge ich schon mal die Armierungseisen, 4 Stück. Und die Baustelle hat sogar 2 Einfahrten. Da muss ich ja eine treffen. Wollen wir es mal hoffen? Ach, da stand nur so ein Fiat 500 im Weg. Hast du ihn gesmartet? Ja. Und hast du die Baustelle schon gefunden? Nein.
Beziehungsweise ich bin ja noch am Fahren. Ach so. Also wenn ich da rüber gelaufen wäre, dann wäre ich schon zweimal da gewesen. Ja, und hättest du es auch schon längst verdichtet. La la la. Fast wie Angeln. Ja, fast. Dauert genauso lang. Habe ich gehört. Und wem? Vom Angler. Ach so. Aber du wirst es nicht glauben. Nee, glaube ich ja nicht. Ich bin am Verdichten. Ja, ich verlade gerade die Armierungseisen. Okay. Jetzt geht's endlich mal wieder voran. Ja. Ich war nur gerade so konzentriert auf das Armierungseisen. Bin auch ganz concentrated auf meinen Walzen. Ja, natürlich ist es zu kurz. Habe ich dir Ey. schon die ganze Zeit gesagt, dass du zu kurz bist? Um als richtiger Bauarbeiter durchzugehen. Ja, okay, stimmt, hast du mich öfters gesagt. Einmal mit dem Stapler ein bisschen rüber geschoben. Kleiner Cheater. Tsching! Mein Bester. Was? Was hast du denn? Bin dann gleich da, du müsstest dann die Betonpumpe mal holen. Und dann müsstest du mal schauen, ob da auch noch Beton drin ist.
Also ich habe 63%. Ja, das hört sich doch ganz gut an. Im Tank. Ah, da oben fährst du rum. Ja. Muss ich denn überhaupt hier mein Mittel ablassen? Gleich. Weißt du, erstmal müssen die Ermehrungseisen da rein. Warte ich mal. Die Armierungseisen liegen. Ja. Ey, jetzt nicht wieder rausschieben. Ey. Ja. So. Jetzt darfst du hier Beton pumpen. Ah, jetzt ist es da. Ich sagen, auf geht's. Let's pump. Pump ab das Zeug. Pump ab das Zeug. Oh shit. Was? Ich glaube, ich bin falsch. Besorge 4 Verschalungselemente von einem Baustoffhändler. 4 Verschalungselemente. Wandgrundierung, Laminat, Trockenbau, Zement. Ach, da ist es. Ich suche die ganze Zeit das Pumprohr. Baugerüst. Ah, Verschalungselemente. Oh shit. Okay, dann würde ich sagen, beende ich jetzt mal die Folge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder beim Bausimulator. Dann sage ich mal, bis dahin. Servus. Ciao.